Hallo und herzlich willkommen zu Part 9 unserer Flucht oder unserem Mystery Dungeon Abenteuer. Und wir sind ja gerade auf der Flucht vor den anderen Rettungsteams, die uns umbringen wollen. Du, Liz, ich war doch wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerberg zu passieren. Ich denke also, dass nicht viele Pokémon es schaffen, diesen Berg zu bezwingen. Wir müssen alle unsere Kräfte zusammennehmen, um so weiterzukommen. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Vielleicht haben wir die anderen Pokémon abgehängt, meinst du nicht? Nein, es wird immer jemand geben, der uns verfolgt. Wie? Du meinst, es verfolgt uns immer noch jemand? Wir können es denn bis hierher schaffen? Ah, jetzt weiß ich, wen du meinst. Simsala. Stimmt, Simsalas Tim könnte es sogar bis hierher schaffen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Nunu, was ist denn? Kommst du nicht mit, Liz? Wie bitte? Ich sehe müde aus. Severus! Severus, raus! Ich bin gleich wieder da. Du weißt doch genau warum. Du musst doch jetzt nicht so gucken. So, da bin ich. So, da bin ich wieder. Wir sind uns auf den Fersen. Wir dürfen jetzt keine Pause machen. Und weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich an deiner Seite bleiben würde? Oh, bitte, sieh mich nicht so an. Mir geht es gut, ehrlich. Gehen wir, Liz. Ich folge dir, wohin auch immer du gehst. Und so setzt das Team von Liz die anstrengende und gefährliche Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führt sie an immer unwitterlichere Orte. Sorry, ich muss mal kurz die Nase putzen. Sie gelangen sich stetig Richtung Norden. Sie überqueren Bergketten über Bergketten. Durchwarten übel riechende Sümpfe und entklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Liz schließlich eine Welt aus Schnee erreicht. Ein herrscht kalte Landschaft im festen Griff der unerbitterlichen Eises. Ha. Oh, ist das kalt hier. Hachi! Schnief. Bei dieser Kälte wachse mir glatt doch Eiszapfen aus der Nase. Was für eine trostlose Gegend. Überall liegt Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Ich muss mal kurz Nase putzen. Huch, was war das? Ah, Absol. Wer ist das? Das ist der Spion von Arctos. Wer war das gerade? Es sah aus wie ein Pokémon. Habe ich mir das etwa eingebildet? Nein. Ich bin mir sicher, das war jemand. Wenn um alles in der Welt, zieht es nur in eine so verlassene Gegend. Naja, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Oh. Liz, sieh dir das mal an. Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen.
Wow, der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen wohl oder übel hier durch. Es wird bitterkalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken ist ja schließlich auch keine Lösung. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es anders. Was haben wir denn so? Samen, hoppala. Na gut. Wir haben nicht mehr so viel, was wir lagern können. Könnte noch ein paar Sinnelbeeren mitnehmen. Hier. Wir nehmen mal hier ein paar Top-Dinger mit. Und wir nehmen hier die Sinnelbeeren noch mit. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Sinnelbeeren oder Top-Äther. Ja. Wir gehen natürlich in den Frostwald. Klar können wir diesen Schneepfad da zuerst machen, aber wir machen jetzt erstmal den Frostberg. Frostwald. So. Zum Glück. Ha! Dieses Pokémon hier könnten wir auf jeden Fall mal besiegen. Ja, zum Glück ein Wasserpokémon. Leider sind wir etwas gehandicapt dadurch, dass wir langsam sind. Hier scheint es auf jeden Fall nicht Unmengen an, wie sagt man, Pokémon zu geben. Achso, Denkfehler meinerseits, die kann man ja noch gerade auswerfen. Ah, da ist die Treppe. Das ist jetzt ein Eis-Pokémon. Muss ich alleine dieses Dungeon schaffen. Na toll. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Wie soll ich denn bitte alleine dieses Dungeon schaffen? Kann mir das einer verraten? Ah. Ich habe das erste Dungeon gefunden, das ich nicht alleine schaffe. Aber ich kann jetzt über Wasser gehen und so einigen Pokémon vielleicht ausweichen. Wiedersehen. Mal gucken, wie weit ich komme allein. Nicht mehr weit. Ja.
Was? Nein. Nein, ich will kein Freundeshilfe. Ich will hier raus. Ich will einfach... Ich will keine Hilfe anfordern, ich will. Und ist das Philippa-Portal? Einfach nur. Ich möchte keine Hilfe anfordern. Oh, das ist kaputt gemacht. Nein, das will ich halt auch nicht. Team aufstellen. Hier, das ist sehr stark. Die Floor ist sehr stark. Und immer noch damit. Ja, passt. Ach. Läuft, ich sehe schon. Dieses Dungeon mag mich nicht. Ich mag dieses Dungeon übrigens auch nicht. Wie bin ich denn jetzt auf Giflo, um Himmels Willen? Wieder sauber. Ich lasse dich einfach kämpfen, ich kann schon sehr gut kämpfen zu können. Darf ich keine Hilfe anfordern oder so? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. In welchem Ebene bin ich denn kaputt gegangen? Auf Ebene 2, gell?
kann ja Jahre dauern, bis ich da. Nee, ich hätte schon auf Ebene 2 Schalter. Komm bitte. Machst du. Renta geht schon ran hier. Nein! Muss ich das jetzt so lange probieren, bis ich es schaffe? Welche Teams in der Sammelbox? Okay. Ich versuch's einfach abzuhauen. Jetzt nach dem Motto: The best thing I ever do is to fly. Kann ich jetzt irgendwie wieder spielen oder nicht? Ja, ich möchte es verlassen. Ist die nächste Krise. Kann ich jetzt wieder normal spielen? Muss ich jetzt wieder mit, nur mit Chiara. Ah ne, jetzt habe ich wieder beide. Nein. Ich muss ja irgendwie weiterkommen. Wieso spiele ich denn eigentlich? Wie kann man nochmal tauschen? Dass ich wieder das bin. Hey, aber ich habe überlebt. Hey, lebe doch! Ich lebe doch! Na klar. Ich
gehen. Bin wieder da rausgekommen, wo ich das letzte Mal war. Bin im Kreis gelaufen. Ja, Mini-Beleber kann man immer brauchen. Das ist ein gutes Team. Wir sind hier lang. Da unten. Die Treppe öffne ich da noch. Geld nehmen wir nicht mit. Jemand ist in den Wald eingedrungen. Ob das wohl die Ursache für das Abschwächen der Eiswinde ist? Dem muss Einhalt geboten werden. Es gilt, den Wald zu schützen. Na dann. Und die Aquanarre reicht nicht so weit wie die Rasierblatt. Hier sammeln wir schnell die Teams ein und dann geht's weiter. Schön in die Richtung, wo gerade keine Feinde sind. Und da ist noch die Treppe. Sehr gut. Auf geht's zur Treppe. Wow, ich bin an der Treppe freigelaufen. Schnell rein. Und in die nächste Ebene. Ja, ich weiß, da ist ein Gegner. Ein Mama, ja. Dingsbums Amphibien, die Entwicklung. Partner, sehr gut. Und da geht's nicht weiter, da landen wir nur wieder bei Vivien. Entwicklung. Ausweichort, was auch immer ein Ausweichort ist. Huch! Servus, was machst du? Ja, Level 19 aber. Oh oh, wir wenden beiden Seiten von Nassnet angegriffen. Ja. Dieses Dungeon ist echt, sag ich euch, eine Herausforderung. Jetzt brenne ich auch schon wieder. Was? Das macht 20 Schaden, die Verbrennung. Komme, Aquanarre! Gut. Hier nehmen wir die Sinnebeere noch bitte mit. Ja.
Wir haben die Hälfte erreicht. Was haben wir denn so gesammelt? Hier, dass wir hier so ein paar Top-Erder wegpacken. Ein paar Himmelbeeren. Damit wir das nicht alles verlieren gegen Arktos. Sollen wir jetzt Arktos noch probieren oder nicht? In dem Paar. Komm, wir probieren ihn jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob wir ihn schaffen werden. Wir probieren es jetzt einmal, bis Arktos noch vorzukommen und ihn vielleicht auch zu besiegen. Sofern wir bis Arktos überhaupt hinkommen. Ich weiß noch, Arktos hat mich damals, also ich hatte damals schon Lavados Zeit gekostet. Ich bin überrascht, dass ich Lavados beim ersten Mal besiegt habe. Aber ich weiß auch, dass Arktos ein harter Brocken ist. Himmelbeeren mitnehmen. Himmelbeeren können wir nämlich auf jeden Fall brauchen. Und dass sich vielleicht mit etwas Glück um einen Belebersamen handelt. Ich schau mal mit. Aquana! Achso, geht ja nicht. Und so weit. Na gut. Vergesse ich immer, dass Aquana ja nicht so weit reicht, aber dahin reicht. Nur nachher, ob ich die Linkbox verwenden kann, um all unsere Attacken zu verlinken für den Kampf gegen Arktos. Sinne wäre noch mit ihm, haben wir vielleicht bessere Chancen, Arktos zu besiegen. Nur leider, und das ist das Problem, welches ich habe. Ich weiß nicht genau, ich glaube, danach kommt noch eine Ebene und dann müssen wir auf Lavados stoßen. Glaube ich. Wir dürfen die Attacke nicht zu früh verlinken müssen. Ist, gehen wir jetzt wahrscheinlich am besten erstmal so lang. Und meine Bodycheck hier. Und jetzt wegen der Scheiße. Nee. Nur noch verwirrt. Kann dir leider gerade nicht helfen, Kumpel. Bin leider etwas gehandicapt. Ah ja, das ist ja leid. Und wir haben noch einen Beleber gefunden. Ich weiß nicht, ob das als Wunde gilt, wenn ich... Asch, Roland, da ist es schon. Ich hoffe, ich kann die Attacken jetzt auch noch verlinken. Wir sind ziemlich lange unterwegs. Noch ein bisschen und wir haben es geschafft. Beißen wir die Zähne zusammen. Huch, hast du was gesagt, Liz? Seltsam. Du warst das also nicht? Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Es war wohl bloß Einbildung. Kehrt um. Ihr dürft hier nicht weiter. Wer spricht da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht,
müsst ihr die Konsequenzen tragen. Spürt meinen unbändigen Zorn. Wie das blendet. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Ich bin Arktos, der Hüter des Eises. Mein Zorn vernichtet jeden, der es wagt, diesen Wald zu betreten. Lasst uns beginnen. Gucken. Ich kann ja was lernen. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Ich wollte ja die Attacken verlinken. Kann ich das, was ich vorhabe, machen? Kann ich meinen Plan in die Karten? Und die Linke? Kann ich ziehen? Bei Chiara. Der Linken. Ich möchte gerne. Mit Y. Möchte ich gerne. Ich kann mich mit meinem Partner auch verlinken. Einsetzen bei ihr. Der Linken. Antikraft mit Rasierblatt, Zauberblatt und Strauchler. Y verlinken. Und dann mit B zurück. Ja. Problem ist, ganz einfach das, dass er mich näher kommt. Wenn er näher kommen würde, könnte ich mehr Attacken angreifen. Ja, das treffen halt die meisten Attacken nicht. Eingefroren. Nur wüsste, wie ich meinen Partner treffen kann. Kommt für eine Zeit. Ah.
treffe ich halt gleich mit allen Attacken, nicht nur mit einer. Und man macht halt viel mehr Schaden, wenn man in einer Runde mit allen verlinkten Attacken antreten kann. Problem ist, wir müssen halt nachher wieder irgendwie entlinken, wenn wir im Bereich von, also wenn wir nach mit Astros fertig sind. Nimm das und das und das und das. Ja! Haben wir Arctos hin? Yeah, wir haben Arctos besiegt! Link-Attacken sind schon gut. So, was das betrifft, dafür sind Link-Attacken gut. Zum Glück haben wir so viele Link-Boxen gesammelt. Wir müssen unbedingt weiter, um jeden Preis. Bitte lass uns passieren, Arctos. Nein, das kann ich nicht zulassen. Aber warum? Warum dürfen wir nicht weiter? Der eiskalte Wind, der durch diese Wald weht. Er hat in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ist nur mir fürchterlich kalt hier? Der kalte Luftstrom des Waldes wurde gestört. Selbst der Schnee begann zu schmelzen. Schnee, der nie zuvor geschmolzen ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Es ist noch nicht geschehen, nicht ein einziges Mal. Und plötzlich erscheint ihr hier im Wald. Das ist kein Zufall. Dafür könnt nur ihr verantwortlich sein. Damit haben wir nichts zu tun. Bitte glaube uns. Das ist ihr reiner Zufall. Arctos, bitte. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee schmilzt. Das hier ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich nicht verändert, wenn wir nicht hergekommen wären. Und das soll ich euch glauben. Schluss mit diesem Unsinn. Euer Ende ist gekommen. Halt! Absol! Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist das wirklich wahr? Leider ja. Ich spüre, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Doch die Katastrophen in letzter Zeit sind anders als alles, was ich je erlebt habe. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art. Nun, gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Danke, Arctos. Jedoch, ihr müsst verhindern, dass sich die Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Großes Ehrenwort, Arctos. Puh, das war mehr als knapp. Vielen Dank, du hast uns gerettet. Verschwendet die kostbare Zeit nicht mit Danksagungen. Konzentriert euch lieber darauf, dem Unheil Einhalt zu gebieten. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird doch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir beide Instinkte. Ihr habt die Zerstörungskraft dieses Unheils mit jeder Faser meines Körpers gespürt. Meine Vorahnungen haben mich an diesen Ort geführt. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Und diese Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unverlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Schnee. Vielen Dank, Absol. Hast jetzt Zugang zum Camp Finsterklamm und... Absol hat sich deinem Team angeschlossen. AP Heilkraft. Okay. Und so überwanden Liz und ihr Team den Frostwald. Sie marschierten weiter gen Norden. Je weiter sie kamen, desto unwirrlicher wurde die Gegend. Diese vereiste Bergfahrt nimmt einfach kein Ende. Wir sind schon so weit gelaufen.
Chiara sieht auch schon ganz erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns antreibt. Und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun. Boah, ist das kalt. Und überall nur Schnee, Schnee und nochmal Schnee. Und seit dieser Weile scheint sich diese Gegend hier nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Du, Liz, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einöde gibt es außer uns überhaupt niemanden. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht mehr ist, egal wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was wird nun aus uns werden? Uns wird schon nichts passieren. Ja, du hast recht. Uns unnötig den Kopf zu zerbrechen, hilft uns auch nicht weiter. Immerhin haben wir es bis hierher geschafft. Tut mir leid, Liz. Das war wohl ein Anflug von Selbstmitleid. Ich glaube an dich. Und deshalb gehe ich auch diesen ganzen weiten Weg mit dir. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren, Liz. Ich weiche dir nicht von der Seite. Chiara vertraut mir bedingungslos. Das darf ich keine Unsicherheit zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Was war das? Mir wird auf einmal so schwindlig. Liz? Hey, ist alles gut bei dir? Endlich. Endlich bist du da. Da? Spricht jemand zu mir? Chiara? Nein, Chiara klingt anders. Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Endlich. Endlich bist du da. Ich habe dich erwartet. Guarde vor! Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch wie... Liz, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folge dem Weg noch ein kleines Stück. Er führt in eine zerklüpfte Berglandschaft, die vom Klirrberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt Fonona. Fonona! Ja, er erwartet dich bereits. Aber sei vorsichtig. Nein, warte! Hey Liz, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Aha, das war es also. Guarde vor ist dir erschienen. Und deshalb hast du so verblüfft ausgesehen. Aber das heißt ja, dass es sich bei Volnona nicht bloß um eine Legende handelt. Dieses Pokémon existiert also tatsächlich. Und es befindet sich oben auf dem Gipfel. Schlief. Liz. All die Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um hierher zu kommen, sie waren nicht umsonst. Wir werden endlich Volnona treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Dann können wir auch endlich diese üblen Verdächtigungen gegen dich erklären. Ist das nicht fantastisch, Liz? Hör mal, Liz. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Volnona hast. Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der Guarde vor im Stich gelassen hat? Ich hörte, dass dir dieser Gedanke ständig im Kopf herumkreist. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch sein sollst. Warum bist du dir da so sicher? Fragst dich warum? Nun ja, es mag sein, dass ich anfangs so meine Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht so genau warum. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast das Herz am rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Rettungsteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da fällt mir auf,
Ich hatte damals schon in deiner Gegenwart so eine Vorahnung. Ist schon komisch, nicht? Aber ich glaube wirklich fest an dich. Und wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Liz, geben wir alles. Und damit würde ich sagen, beenden wir den XXL-Part und sehen uns im nächsten Part oder in einem meiner alten Videos wieder. Tschüss, ich hab euch lieb, eure LA.